Die 39. Six Days beginnen. Zum ersten Mal rollt das berühmte Rennen auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. In den Thüringer Bergen läuft der Kampf und im Starterfeld die Maschinen von Simson aus Suhl. Sekunden einer großen Fahrt. Dieter Salewski, Ewald Schneidewind, Lothar Schünemann, Rudi Gilbert und Gottfried Polam. Das sind die Six Days-Piloten der Simson-Mannschaft aus Suhl. Sie nehmen den Kampf auf gegen die internationalen Spitzenerzeugnisse der 50 und 75 Kubikzentimeter Klasse. Für Simson gilt es, den Vorjahrserfolg in den kleinen Klassen zu verteidigen. Ebenso sind in dieser einzigartigen Härteprüfung des Geländesportes Siegfried Rauhut mit der Startnummer 1, Manfred Stein die Startnummer 3, Alfred Lichtenberg Startnummer 5 und Roland Stubenrauch mit der Startnummer 6 dabei. Hier, der Sandwüste jetzt, die Geländebeule, und vorbei. Also bravo, Gottfried Polan, was diese kleine Simson leistet, das ist toll. Ja, wir haben in den letzten 3 Jahren eine harte Erprobung durchgeführt. Wir haben alle internationalen Rennstrecken besucht, um das Material zu prüfen und die lebenswichtigen und funktionswichtigen Teile wie Bremsen, Räder, Getriebeteile, Motorteile, alles was eben wichtig ist zum Motorradfahren. Steht bei uns jetzt, die Simson läuft und diese harte Industrieerprobung kommt auch unserer Kundschaft zugute. Denn letzten Endes, was sich bei uns hier bewährt, ist auch in der Serie gut. Dann wünsche ich weiter gute Fahrt auf Simson und wenig Strafpunkte. Danke. Gottfried Polan mit der Startnummer 46 und Dieter Salewski, die Startnummer 50, drehen ihre Tagesrunden. Insgesamt sind 1938 Kilometer zu absolvieren. Auf dem Strapazenweg von Erfurt durch das Thüringer Land und zurück läuft dieser schwere und schöne Kurs. Und wieder Manfred Stein, Stefan Kunz, Alfred Lichtenberg und ihre kampferprobten Maschinen. Die ersten Prüfungen der 226 Teilnehmer sind vorüber. Von den Konkurrenten fiel bereits die erste Viertakt-Honda aus. Die Simson-Maschinen haben alle Schwierigkeiten hervorragend gemeistert. Lothar Schünemann überprüft die Simson GS75. Der Apparat lief einwandfrei. Bei ca. 8000 Umdrehungen lieferte etwa 9 PS. Ein kleines Wunderwerk. Die ersten schweren Etappen sind nun gefahren. Und wie sind Sie als Mannschaftsleiter der Simson-Mannschaft aus der DDR zufrieden, Sportfreund Schütz? Es ist so, Herr Oertel, dass wir heute nach dem dritten Fahrtag mit 20 Gutpunkten vor der finnischen Mannschaft führen. Und wir werden in den nächsten Tagen alles dran setzen, um unsere Mannschaft zum Siege zu führen. Wer sind denn neben den Finnen die härtesten Gegner und welche Maschinen? Hauptsächlich Zündapp-Maschinen, Greidler und Hercules Sachs. Die Fahrer kommen aus Holland und in den übrigen Mannschaften aus der UdSSR, Tschechoslowakei, England und Amerika. An den plombierten Teilen darf nichts verändert oder ausgewechselt werden. Siegfried Rauhut, der schon die meisten Gutpunkte hat. Weiter geht der Kampf auf den Straßen und in den Wäldern des Thüringer Landes, neuen Bewährungen entgegen. Auf dem bekannten Berggeschwindigkeitskurs von Zellermeles nach Oberhof. Regen erschwert zusätzlich das spannende Duell der Fabrikate. Ein neues Hindernis vor den Maschinen, Sonderprüfungen. Welche Sorten gibt es denn alle? Ja, es ist üblich, dass wir bei Six-Star-Fahrten etwa 10 bis 11 Sonderprüfungen haben. Am Tag mindestens 2 und dann gibt es da drinnen Bergprüfung, Geländegeschwindigkeitsprüfung, dann haben wir noch Beschleunigungs- und Bremsprüfung und eine reine Beschleunigungsprüfung. Und das Abschlussrennen selbstverständlich. Ich hoffe natürlich, dass wir mit unserer Simson-Maschine dort gut abschneiden, denn in den Sonderprüfungen wird zum Ende wahrscheinlich der Schlussstrich gezogen werden. Entschieden werden. Ich drücke die Daumen. Wir wollen sehen, dass alles klappt. Hier müssen nun die ohnehin schon arg geprüften Apparate das Letzte hergeben. Das vollschwingende Fahrgestell der Simson mit den hydraulisch gedämpften Federbeinen kommt voll zur Geltung. Die grobstolligen Geländereifen müssen Schwerarbeit verrichten. Immer neue Schwierigkeiten tauchen für die Männer und Maschinen auf. Jetzt ist es der Nebel, der sich über das Thüringer Land senkt. Doch die Fahrt geht weiter. Alles hier Getestete kommt den bekannten 50 Kubikzentimeter Simson Serienmaschinen zugute. Sonderprüfungen erschweren diesen berühmten 6-Tage-Kampf, der zum ersten Mal 1913 ausgetragen wurde. Wieder Polan hier am Start zu einer neuen Prüfung. Die Suhler Geländeflitzer bewähren sich nach dem Erfolg von Zakopane nun auch in Thüringen aufs Neue. Der Einzylinder Zweitaktmotor, Fachwind gekühlt, läuft wie eine Biene. Kein Hindernis ist zu groß, keine Prüfung zu schwer. Das Dreiganggetriebe arbeitet einwandfrei. Das von den Suhler Konstrukteuren und Mechanikern erbaute wird hier in der harten Praxis des internationalen Fegefeuers erprobt. Beim Geschwindigkeitstest auf dem Flughafenbeton von Erfurt-Bindersleben wird es zur endgültigen Gewissheit.
gegen die Konkurrenz aus 18 Ländern erobert bei den 39. Six Days die Simson-Staffel aus Suhl die Silbervase. Das schwere Rennen ist zu Ende und Sie, Gottfried Polan, haben mit Ihren Kameraden einen äußerst wertvollen Sieg errungen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sehr schönen Dank und ich glaube mich auch im Namen der Mannschaftskameraden Lothar Schünemann, Siegfried Rauhut und Ewald Schneidewind bedanken zu können. Wir sind glücklich, dass das Rennen zu Ende ist und auch froh, dass die Strapazen beendet sind und dass unsere Maschinen so sehr gut gehalten haben und dass der Gewinn der Silbervase an die Firma Simson gefallen ist. Das ist ein bemerkenswerter Erfolg für unseren Motorrennsport überhaupt. Ja, das ist es. Der volkseigene Fahrzeugbau stellt vor das Moped aus dem VEB Simson Suhl SR2E. Einfach in der Bedienung, sicher und stets einsatzbereit. Für Wochenendfahrten und im Berufsverkehr. Ein Fahrzeug für jedermann. Keine Wartungssorgen. Keine Schwierigkeiten in der Unterbringung. Täglich verlassen mehrere hundert Fahrzeuge die modernen Prüfstände. Das spricht für die Beliebtheit und Qualität des Mopeds SR2E aus dem VEB Fahrzeug- und Gerätewerk Simson Suhl. Mit IFA auf den Straßen immer sicher am Ziel. Beim Camping hat man viel Gepäck. Aber auf die Fahrsicherheit achten. 10 Kilogramm schwer und nicht breiter als der Lenker darf das Gepäck sein. Zelt und andere Dinge mit der Reichsbahn voraussenden. Und im Urlaub die Wartung nicht vergessen. Also sauber machen. Die Kupplung muss eingekuppelt 2 bis 4 mm Spiel haben. Die Bremsbacken müssen nach 1 bis 2 cm fühlbar angreifen. Auch den Fußbremshebel auf nur 1 bis 2 cm Spiel einstellen. Öfter den Luftfilter reinigen und mit Öl benetzen. Gute Fahrt, guten Urlaub, IFA mobil. Er fährt wie von allein, genau das Richtige für ihn. Er läuft immer zuverlässig, genau das Richtige für Sie. Er fährt 60 Kilometer pro Stunde und braucht keine 3 Liter, genau das Richtige auch für 2. Für alle Tage, für viele Jahre Schwalbe. Genau der richtige Kleinroller auch für Sie. Schwalbe von Simson Suhl. Junge Leute, frohe Laune, gute Fahrt auf Mokick Star. Kickstart. Fußschaltung. Höchstgeschwindigkeit 60 Kilometer für 2. Kraftstoff verbraucht keine 3 Liter. Freude, Platz und Leistung für 2. Ein neues Fahrgefühl auf Mokick Star von Simson Suhl. Untersuchen wir einige Gründe für diese Entwicklung. Schon immer waren internationale Leistungsvergleiche unter härtesten Bedingungen die besten Teststrecken. Hier muss sich bewähren, was Konstrukteure ersannen, was Techniker und Facharbeiter schufen. Zuverlässigkeit und hohe Leistungen, das gilt aber nicht nur für die Maschinen, sondern im gleichen Maße für die Aktiven, für die Männer im Sattel.
Erst die optimale, auf den Menschen und seine Fähigkeiten abgestimmte Maschine schafft die notwendigen Voraussetzungen für Spitzenleistungen im sportlichen Wettkampf. Die Chopower Motorradbauer haben das erkannt. Wie schon so oft beherrschten auch beim Europameisterschaftslauf im Motorradgeländesport rund um die MZ-Stadt Chopau 1969 MZ-Fahrer das Feld. Drei Klassensiege für die DDR. Was aber wäre der Motorradsport, wenn nicht die dort gesammelten Erfahrungen sinnvoll für den Bau von Serienmaschinen genutzt würden? Vergleichen wir MZ Sport und Serienmotorräder als Beweis für die planmäßige Entwicklung im VEB Motorradwerk Chopau. Robust, vollgasfest, wartungsfrei, mit großen Leistungsreserven der Motor. Bremsen, die absolute Sicherheit garantieren. Eine Federung, die mit jedem Gelände fertig wird. Patentierter Kettenschutz, hohe Lebensdauer für die Kette, Sauberkeit und Wartungsfreiheit für den Fahrer. Besonderes Charakteristikum des Zweitaktmotors, enormes Anzugsvermögen. Sie gehören auch im Straßenverkehr immer zu den ersten mit MZ-Maschinen. Aufgrund der abgestimmten Federung und des ausgewogenen Schwerpunktes große Kurvenstabilität, die auch dem ungeübten Fahrer Sicherheit bietet und für den Aktiven extreme Möglichkeiten zulässt. Weltmeisterschaftslauf im Straßenrennsport 1969, Sachsenring um den großen Preis der DDR. Ein Fest des Motorradsportes. Daran konnte selbst das ungünstige Wetter nichts ändern. Circa 120.000 Zuschauer waren gekommen, um die internationalen Asse auf den stählernen Rossen zu bewundern. Die Synthese von Mut und Können sowie das technische Niveau der Rennmaschinen hielten wie immer Aktive und Zuschauer in Bann. Es gibt nur wenige Sportdisziplinen, bei denen der Erfolg im gleichen Maße von der Leistung des Sportlers wie von der ausgereiften Technik des Sportgerätes abhängt. Internationale Wettkämpfe sind für den VEB Motorradwerk Chopau zugleich auch Laboratorien für Hochleistungsversuche zum Nutzen zukünftiger Kunden. In Chopau gilt der Grundsatz, nur wer bereit ist, die Gebrauchswerteigenschaften seines Produktes durch Anwendung neuester Erkenntnisse auch für den allgemeinen Verbraucher zu erhöhen, kann auf die Dauer bestehen.
44. Internationale Sechstagefahrt 1969 in Garmisch-Partenkirchen. Marathon des Motorrad-Geländports. Die wie immer auf MZ startende Nationalmannschaft der DDR war das einzige Team im Trophy-Wettbewerb, das die annähernd 1500 Kilometer lange Distanz strafpunktfrei beendete. Damit errangen die MZ-Fahrer zum sechsten Mal seit 1963 die höchste Auszeichnung, die der internationale Motorradgeländesport zu vergeben hat, die FIM-Welttrophäe. Weitere überragende Ergebnisse vervollständigen die triumphale MZ-Bilanz bei den Six Days in Garmisch-Partenkirchen. MZ siegte auch im Wettbewerb der 34 besten Fabrikmannschaften der Welt. MZ stellte den besten Einzelfahrer des gesamten Feldes, The Man of the Trial, und errang überdies drei Klassensiege. Die MZ-Fahrer holten sich insgesamt 12 Goldmedaillen und 5 Silbermedaillen. Sie waren erneut die Besten der Welt. Das ist ein Beweis für den großen kollektiven Geist und den kämpferischen Einsatz der Männer, aber auch ein Beweis für die Strapazierfähigkeit und die technisch vollendete Konstruktion der MZ-Maschinen. Wir stellen das Ergebnis bewusst unserem Bildbericht voran, um die Impressionen nun kommentarlos wirken zu lassen. Thank you.
MZ-Maschinen, erprobt und bewährt bei internationalen Leistungsvergleichen. Robust, elegant, unkompliziert in Bedienung und Wartung, leistungsstark, jedem Gelände gewachsen. Spitzenprodukte, weil die Motorradbauer aus Zschopau erkannt haben, dass zur modernen Konzeption eine optimale Abstimmung des Motorrades auf den Menschen und seine Fähigkeiten gehört. Beteiligt sich die volkseigene Zweiradindustrie der Deutschen Demokratischen Republik an den großen internationalen Wettbewerben des Motorradgeländesports, an Europa- und Weltmeisterschaften. Die dabei errungenen Erfolge gründeten und festigten den Ruf der Firmenmarken Simson und MZ. Der Motorradgeländesport mit seinen hohen Anforderungen an das fahrerische Können und an die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Maschinen ist ein unerbittliches Prüffeld. Hier muss Qualität bewiesen werden. Fahrwerke, Motoren, jedes technische Detail der Wettbewerbsmotorräder müssen härtesten Beanspruchungen standhalten. Nur die besten Fahrer auf den besten Maschinen haben Aussicht auf Erfolge im Wettkampf mit der internationalen Konkurrenz. Der DDR-Zweiradindustrie in Suhl und Zschopau produzieren ein variantenreiches Programm von Simson Kleinkrafträdern und MZ-Motorrädern der Hubraumkategorien von 50 bis 250 Kubikzentimeter in Großserien.
Simson und MZ-Serienmaschinen sind für vielfältige Einsatzzwecke geeignet. Für die Entwicklungsarbeit an jedem dieser Fahrzeuge nutzen die Techniker reichhaltige Erkenntnisse aus dem Motorrad-Geländesport. Alljährliches Rendezvous der Weltelite des Motorrad-Geländesports. 6 Tage lang kämpfen die Fahrer vieler Nationen um Welttrophäe und Mannschaftsweltmeisterschaft, um die internationale Silbervase und um Medaillen. Seit 2 Jahrzehnten zählen die Fahrer auf den Simson- und MZ-Maschinen aus der DDR bei der internationalen 6-Tage-Fahrt zu den Besten der Welt. Sie errangen 6-mal die Welttrophäe, 2-mal die internationale Silbervase und wurden 3-mal Vize-Weltmeister. Simson und MZ, das heißt auch 4-mal Europapokalsieger, 10-mal Europameister, 26-mal Vize-Europameister sowie viele Klassensiege und Goldmedaillen bei internationalen Geländewettbewerben.
MZ. Bewährt im Sport, zuverlässig, immer und überall. Simson und MZ, sportlich attraktive Motor-Zweiräder aus der Deutschen Demokratischen Republik.